Grüß dich, lieber Michael. Hi, Thomas. Ich möchte ganz gerne heute mal den Michael vorstellen, Geschäftsführer und Inhaber von der GMP-Soft GmbH. Wie lange gibt es die GMP-Soft GmbH jetzt schon? 2016. 2016, also doch schon eine ganze Weile. Du bist aber auch schon als Freiberufler oder Freelancer auch schon noch viel länger unterwegs, 2006, also sagen wir nochmal 10 Jahre obendrauf. Ja. Und dann kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Und zwar, ja, viele, die sich selbstständig machen wollen oder schon dabei sind, beziehungsweise noch Unternehmer im Unternehmen sind, also Angestellte, ja, aber mit dem Gedanken spielen, sich free zu lancen, ja, oder also komplett free zu lancen. Ich würde auch niemandem empfehlen, einfach blind irgendwo all in zu gehen und sich überall zu kündigen und so weiter, sondern einfach das auch so eine Art Transition-mäßig zu machen in einer vernünftigen Art und Weise. Häufig auch Kunden von mir, die sich auch bei mir ein Coaching buchen oder einfach nur ein Erstcall, ja, also hier bitte gerne auch den Link checken, die wissen nicht sogar, wie sie damit umgehen sollen, wenn sie sagen, okay, soll ich eine GmbH gründen, gleich sofort am Anfang, ja, wie gehe ich mit den Kunden um, die ich eventuell oder mit den Kontakten, die ich eventuell schon als Freiberufler, Freelancer gehabt habe, beziehungsweise im Angestelltenfeld oder wie auch immer. Ja. Einfach mal ein paar Worte so aus deiner hochprofessionellen Herangehensweise und wie man damit einfach am besten smooth umgehen kann. Ja, danke Thomas. Also zunächst mal diese Sache, wo du gemeint hast mit der smoothen Transition, ist eine zweischneidige Sache. Warum? Wenn ich jetzt in einem Vollzeitjob bin, ich habe noch ein bisschen Zeit abends und ich sage, ich mache dann Freelancing nebenher, da habe ich ganz andere Voraussetzungen, als wenn ich wirklich davon leben muss. Also da ist es ja dann so, da kann ich dann irgendwelche Stundensätze aufrufen vielleicht, die dann auch genommen werden, aber einfach da aus dem Grund, weil ich weniger Volumen beim Kunden habe, hat der einfach vom Budget her nicht so das Problem, als wenn ich jetzt dann, sage ich mal, 160 Stunden im Monat bei dem fakturieren will zum gleichen Stundensatz, da schlägt er halt vielleicht schon eher irgendwo an, als wenn es halt bloß 5 Stunden im Monat sind. Das heißt, da ist halt das Maß noch nicht so wirklich ganz realistisch unbedingt. Also wenn ich jetzt wirklich davon leben muss und ich gehe mit dem gleichen Stundensatz zum Kunden hin und er sagt nö, dann ist halt die nächste Frage, was mache ich dann? Und also wo ich halt einfach davor warnen will, ist, dass ich aus dieser Nebentätigkeit irgendwie unrealistische Erwartungen dann für die komplette Tätigkeit dann ergeben. Und wenn man eben davon leben muss, die Erfahrung habe ich halt auch gemacht, dann ist es halt, auch wenn es mal irgendwie schlecht läuft, muss man halt dann trotzdem schauen, wie man weiterkommt. Und das ist halt, solange ich im Angestelltenverhältnis bin und jetzt, wenn jetzt der Kunde sagen würde zu einem, ich sage mal, überhobenen Stundensatz, wenn er sagt nö, dann sagst du, okay, dann mache ich es halt nicht, dann habe ich trotzdem mein normales Gehalt und ich kann meine Miete zahlen oder mein Essen kaufen, alles gut. Man muss sich halt nur, also da ist halt einfach das Nein sagen, ist halt keine schlimme Konsequenz, sondern einfach eine ganz gute Alternative in dem Sinn, habe ich mehr Freizeit. Wenn ich als Freelancer unterwegs bin und davon leben möchte, dann irgendwann Vollzeit und der Kunde sagt nö, dann heißt es unter Umständen mal wirklich 1 Monat lang oder 2 Monate lang gar keinen Umsatz, wenn ich jetzt nichts anderes finde. Von daher, also dieses Nebenberufliche, es macht auf jeden Fall Sinn, mal so ein bisschen anzutesten, Kontakte zu knüpfen. Ich will halt nur davor warnen, dass man das dann zu sehr als skalierfähig fürs volle Unternehmen von Anfang an sieht. Ansonsten die Frage mit Kontakte nehmen von Freelancer, also nee, erste Frage war bei dir GmbH gründen gleich oder als Freelancer starten. Ich würde tatsächlich für den Anfang sagen, mach es einfach als Freelancer. Wichtig ist da halt eine gute Haftpflichtversicherung, würde ich auf jeden Fall machen. Also Berufshaftpflichtversicherung, nicht die private, die zahlt da nichts, wenn irgendwas schief geht. Ansonsten ist halt einfach der Overhead für die Gründung als Einzelunternehmen massiv geringer als für eine GmbH oder eine UG. Wenn man dann tatsächlich so ein bisschen sich da, wenn man das etabliert hat und da so ein bisschen als Unternehmer Fuß gefasst hat, dann würde ich tatsächlich sagen, sobald es halt geht, eine GmbH zu machen. Mit einer UG bist du halt immer, ist das als Freelancer an sich ist es jetzt nicht so tragisch, wenn du wirklich als Unternehmer auftreten willst, also der halt wirklich mit Angestellten dann irgendwann arbeitet oder so. Da ist halt UG, wenn du da wirklich zum Endkunden gehst, schon immer gleich, also als weniger wertig betrachtet wie eine GmbH. GmbH ist halt da, hat halt einen anderen Stellenwert. Also bis hin zur Großbank gibt es die ja auch inzwischen als GmbHs. Von daher wird es dann schon Sinn machen.
Man muss sich halt überlegen, wie viel Cash habe ich zur Verfügung, kann ich das die Einlage bringen? Da halt auch der Hinweis, ich meine, die Mindestanlage sind was man einbringen muss oder einzahlen muss. Also einbringen muss man die 25.000, aber einzahlen muss man halt diese 12.500. Da muss man sich halt überlegen, reicht mir das? Man muss sich halt auch gleichzeitig bewusst sein, wenn es halt nicht reicht und ich mich vertan habe, sind halt immer noch 12.500 aus dem Privatkonto unter Umständen fällig. Solange das nicht voll drin ist, bin ich da halt immer noch in der Haftung. Also das ist, der Staat oder die anderen Unternehmen vertrauen dir halt diese fehlenden 12.500 Euro praktisch, dass du die noch aufbringen kannst, wenn es schief geht. Aber es ist halt immer noch so als Damoklesschwert, wenn es halt nicht funktioniert, bist du da halt immer noch dabei. Und auch da, 12.500 Euro sind halt auch schnell weg. Also das, also ausgeben ist im Unternehmertum. Das ist ein Monat. Wenn du überlegst als Freelancer, was du da halt so als umsetzen hast, da bist du ja schon eigentlich drüber, also unter Umständen. Also genau. Das war die zweite Frage. Die dritte Frage war dann irgendwie die Transition von Freelancer zu GmbH beziehungsweise als Festangestellter. Also was ich gemerkt habe von Freelancer zu GmbH ist eigentlich normalerweise kein großes Thema. Also da, gut, muss man unter Umständen die Verträge neu aufsetzen. Es kommt auch darauf an, wie es halt Vertrag oder juristisch halt abgewickelt wird. Da gibt es auch unterschiedliche Modelle, kann dir der Steuerberater erzählen, von Einbringung versus wirklich Neugründung oder also Neugründung mit dann Übernahme des Ganzen. Da zum Teil gibt es da eben Modelle, da ist dann die GmbH die in der Gesamtrechtsnachfolge von deinem Einzelunternehmen. Also zumindest halt, was die ganzen laufenden Verträge gibt. Also brauchst du nicht mal unbedingt überall neue Verträge. Das geht eigentlich relativ smooth. Und wenn es ist, dann ist es halt ein neuer Vertrag. Und unter Umständen kriegst du halt einen Rahmenvertrag statt einem Freelancer-Vertrag. Also das war kein so ein großer Schmerz eigentlich bei uns. Wo ich halt schauen würde, wenn ich als Festangestellter auch in eine GmbH reingehe, was ich da halt an Kontakten mitnehme, das ist halt, also Kontakte ins Unternehmen rein, das ist, denke ich mal, kein Problem. Also manche Unternehmen sind ja auch froh, wenn jemand, der vorher Mitarbeiter war, danach noch irgendwie zur Verfügung steht. Da gibt es dann auch mal Sperrklauseln. Das hat dann wieder mit dieser Scheinselbstständigkeit-Thematik und sowas zu tun. Grundsätzlich sind die Unternehmen ja aber froh, wenn das Wissen, was sie halt aufgebaut haben, immer noch irgendwie in der Nähe abgreifbar ist. Und als Externer bist du halt auch leichter skalierbar. Sprich, du wirst halt dann gefragt, wenn du gebraucht wirst. Und ansonsten bist du halt dann nicht, stehst halt nicht auf der Payroll. Also von daher sind da die Unternehmen gar nicht, also mal vorausgesetzt, du gehst dem Guten daraus und sagst hier nicht allen hier habt mich gern, sondern machst es irgendwie auf eine zivilisierte Art und Weise. Dann sind die Unternehmen eigentlich gar nicht so traurig, wenn du da noch ein bisschen zur Verfügung stehst und da halt die Kontakte ins Unternehmen rein auch mitnimmst. Was natürlich die nicht feine englische Art ist und wo du dir sofort das ehemalige Unternehmen massiv vergraulen kannst, ist, wenn du die Kundenkontakte von dem Unternehmen angehst und dann quasi Konkurrenz zu deinem ehemaligen Arbeitgeber machst. Wie das rechtlich genau ist, keine Ahnung. Wenn du es machen willst, sei dir halt sicher, dass dir da nichts irgendwie passiert, dann vielleicht dann doch die GmbH gründen da aus Haftungsrisiken. Da wäre ich so ein bisschen vorsichtig. Meine Meinung ist immer, wenn man halt vernünftig und zivilisiert miteinander umgeht, dann da würde ich es dann nicht machen. Also wenn der Kunde dann aktiv irgendwann auf dich zugeht, dann kann man auch vielleicht nochmal mit dem alten Unternehmen reden und irgendwie abklären, ob das okay ist. Ja, das ja, im Groben. Ja. Jetzt führt mich auch gleich zur nächsten Frage. Ich habe auch immer wieder Kunden oder beziehungsweise auch Anfragen von potenziellen Kunden oder Interessenten, die mit mir zusammenarbeiten wollen mit der kleinen Marketing Consulting, die jetzt mehr wollen als wie nur ein relativ günstiges Coaching, sondern die wollen, dass wir operativ mit denen zusammenarbeiten. Das heißt, die wollen am besten, dass wir ein kleines Team für die aufbauen, Ads schalten, das, dies, jenes, Content, SEO, also das volle Programm. Und haben dann letztendlich irgendwie eine GmbH gegründet, haben sehr stark als Freelancer gearbeitet und könnten auch jederzeit weiter als Freelancer arbeiten, wollen aber jetzt letztendlich diesen Weg gehen der GmbH, sprich skalieren über Mitarbeiter und so weiter, eventuell ein kleines SaaS-Produkt und so weiter, ist ja in unserem Skalierungstraining ja alles detailliert beschrieben, könnt ihr euch gerne reinziehen. Und haben jetzt letztendlich sozusagen, haben mehr oder weniger noch diesen Status, wo sie jetzt vielleicht aktuell gerade an diesem Tag, wo sie mit mir jetzt in Kontakt treten, jetzt gerade nichts arbeiten oder noch ein bisschen was arbeiten, wie auch immer.
Und gleichzeitig meine GmbH erst vor kurzem gegründet. Ja, manchmal schon ein paar Jahre her, teilweise sogar, oder erst ein paar Monate in der Regel oder sowas. Haben da jetzt meinetwegen die 24.000 Euro angezahlt. Also in der Regel nicht recht viel mehr. Was ich, also das meiste, was ich, das eine, wo ich, einen Fall hatte ich jetzt dieses Jahr, der hatte, glaube ich, 50.000 Euro. Aus irgendeinem Grund ist immer 50.000 Euro irgendwie das Maximum. Das ist irgendwie so eine Zahl, die, keine Ahnung, die investiert man gerne oder was weiß ich, ja, woher diese Zahl kommt, ja. Ich frage dann auch mal, okay, woher kommt diese Zahl, ja. In so einer Branche wie IT, da wo auch 50k nicht sonderlich viel sind. Ich meine, du hast letztendlich, selbst wenn du nur 2 Angestellte hast, dann bist du locker über 50k, ne? Also aufs Jahr gesehen, ja. Und du musst es ja auch, gewisse Dinge musst du einfach vorfinanzieren. Also mal völlig abgesehen davon, dass auch Werbeanzeigen immer teurer werden und so weiter. Also die ganze Inflation, die schlägt sich auf alles nieder. Ja? Also auf Experten, die du bezahlst, Mitarbeiter, die du bezahlst, Google Ads, die du bezahlst und so weiter. Also wenn du auch sagst, okay, wenn sich zum Beispiel auch das Gesetz 24.000 Euro einzahlen zu müssen, seit 25.000, seit 20 Jahren nicht geändert hat, dann sind heute 25.000 Euro vielleicht genauso viel wert wie 5.000 Euro vor 20 Jahren, ja, oder 5.000 Mark, ja, und also da fehlt mir manchmal ein bisschen Verständnis, aber was würdest du aus deiner Warte sehen, also mal angenommen folgendes Szenario, weil ich habe solche Szenarien, da sitzt ein Freelancer, der zahlt irgendwie 24.000 oder 50.000 in seine GmbH ein, da fängt er an, sich jemanden wie uns zu holen, Experten, vielleicht dann noch links und rechts nochmal einen extra Werbetexter, will nicht all eggs in one basket, dann holt er sich vielleicht nochmal eine SEO-Agentur, die berechnet ihn nochmal 2k im Monat und dann ist er irgendwie so, nach ein paar Monaten ist das Geld aufgebraucht, es gab vielleicht einen Return Invest von, ich weiß nicht, ein paar Workshops vielleicht und es wurden letztendlich 50k investiert und es kam nur 20k zurück nach 4-5 Monaten oder sowas, ja, nach Gründung seiner GmbH. Und jetzt sieht er sich gezwungen, nebenbei natürlich Geld zu verdienen als Freelancer. Und klar, es ist eine harte Sache, aber es hat ja niemand behauptet jemals irgendwie, dass Unternehmertum eine einfache Sache wäre. Also das mal davon abgesehen. Und es ist ja, manche sind ja auch irgendwie, sagen wir mal, ins Gehirn geschissen, so also ein bisschen, durch diesen ganzen Mainstream und werde Unternehmer und dann kannst du schnell reich werden. Das ist ja totaler Unsinn. Es ist eher genau das Gegenteil. Ja, also das heißt, du musst erstmal, also in der Regel, Unternehmertum bedeutet in der Regel, dass du erstmal ein paar Jahre wahrscheinlich sogar erstmal gar nichts rausbekommst. Ja? Also das heißt, du musst ganz viel säen und dann irgendwann mal ernten. Jetzt haben wir vom Markt gesehen, jetzt bin ich leicht abgeschweift, aber letztendlich, wie würdest du damit jetzt mit so jemandem umgehen, der sagt, okay, muss ich, soll ich, kann ich jetzt nebenbei, mache ich jetzt meinen Freelancer-Job weiter, ich verdiene meine 10k, dann bist du eh schon gut dabei oder 15. Und schieße jetzt dann aus meinem privaten Vermögen dann immer wieder Geld nach im GmbH oder wo würdest du sagen, ist da für dich jetzt als unter Software-Dienstleister, also du hast ja doch immerhin schon seit jetzt 7, wenn ich zusammen 7 Jahre bist du in der GmbH, seit 17 Jahren bist du Freiberufler unterwegs als Softwareentwickler, wo würdest du sehen, macht es dann irgendwo. Also man kann ja nicht davon ausgehen, dass ich eine GmbH gründe mit 30k und that's it. Ja, und dann muss das Ding quasi, dann habe ich schon Faktor 10 raus. Ja, jetzt mal überspitzt gesagt. Ne? Also mit den 30k mache ich dann meine 300 oder sowas. Also ich meine, so funktioniert ja Gründung in der Regel generell ja nicht. Ja? Also vielleicht da noch ein paar Einschätzungen von dir. Ja, also grundsätzlich ja. Also sag mal, wenn es so einfach ist, dann wird es jeder machen. Ja. Also und dann funktioniert unser Kapitalismus oder die Marktwirtschaft dann doch so gut, dass sie halt die Sachen, die halt leicht funktionieren und was abwerfen, dann halt umso billiger machen sofort. Also weniger belohnt, genau. Also das funktioniert, glaube ich, schon. Also man kann da schon Geld verdienen, so ist es auch nicht. Also es rentiert sich schon. Der Punkt ist halt, die Hürde dahin zu kommen, ist halt ein Haufen Kapital und ein Haufen Arbeitseinsatz. Das ist die Transition. Genau, also du musst halt über diese Hürden drüber kommen, dass du halt entweder wirklich massiv Kapital reinbutterst, woher auch immer du das hast. Also
ja, also 50.000 ist schon fast, würde ich fast sagen, das Minimum, bis da mal was rumkommt. Also du musst halt auch rechnen, es ist ja nicht so, dass du unbedingt nach den ersten 2-3 Monaten schon einen Mega-Vertrag hast. Also selbst wenn du viel ins Marketing investierst, dann kann es auch eine Weile dauern. Dann hast du einen Kunden, der will erstmal so einen Probemonat machen. Dann gut, machst du diesen Probemonat, dann, ja, aus welchen Gründen auch immer, will er dich weiter beauftragen, aber erst mit einem Monat Pause, weil sie halt dann ihren Geschäftsjahreswechsel haben. Wie auch immer. Also sprich, du hast jetzt im Vierteljahr gewartet, bis du einen ersten Kunden hast, hast dem einen Monat irgendwie verkauft, muss nochmal einen Monat, ist ein halbes Jahr durch. Und bloß weil du die Rechnung gestellt hast, ist das Geld ja auch nicht morgen da, sondern es dauert ja in der Regel auch so 30 Tage irgendwie so in einem Dreh. Wenn du Glück hast. Also, das heißt, du bist mit einem halben Jahr wahrscheinlich, die du da, als Beispiel, es kann auch sein, dass du Glück hast, dass du sofort jemanden findest, aber davon kannst du halt nicht ausgehen. Das heißt, du hast so ein halbes, dreiviertel Jahr, wo du unter Umständen irgendwelche laufenden Kosten hast, gerade wenn du sagst, du willst es voll auf Marketing gehen, die du halt einfach mal durchfinanzieren musst. Und wenn du da, wie du schon sagst, also keine Ahnung, so 3-4 Agenturen parallel beauftragst, die halt jeweils dann irgendwie ihre 1.000, 2.000 Euro im Monat haben wollen, also gehen wir mal fiktiv von 6.000 Euro aus, dann bist du bei einem halben Jahr bei über 36.000 Euro. Und da ist noch kein Geschäftsführergehalt oder sonst irgendwas davon gezahlt, sondern halt nur Marketing. Also da wird halt, wie gesagt, Geld geht schnell raus. Da braucht man sich keine Sorgen machen, dass man die Kohle nicht los wird. Also im konkreten Fall, es hat auch, was man schauen muss, also wie gesagt, es ist hier keine Rechts- oder Steuerberatung oder sowas. Warum jemand als Freelancer und dann immer in die GmbH reinbuttert, da ist halt zumindest nach meiner Kenntnis halt auch noch die Gefahr, dass wenn die GmbH jetzt keine Gewinne macht, das Finanzamt dir dann auch irgendwann mal sagt, okay, die GmbH ist eigentlich nur ein Verlustgeschäft und das ist irgendwie eine Liebhaberei oder sowas. Und dir dann irgendwelche die Steuererleichterungen streicht oder sowas. Wie gesagt, keine Rechtsberatung, aber warum das so sinnvoll sein soll, weiterhin wirklich Freelancer zu sein. Also mein Modell war es nicht. Ich habe wirklich das, ich könnte zwar, muss man dann auch im Gründungsvertrag von der GmbH oder im Geschäftsführervertrag von der GmbH halt irgendwie festhalten, dass man eben auch Konkurrenz zur GmbH selber sein darf. Das steht sogar bei mir, glaube ich, drin. Also ich könnte Freelancer sein, auch mit denselben Themen, die die GmbH bearbeitet, aber ich sehe da keinen wirklichen Vorteil drin, das so zu machen. Dem Kunden ist es meiner Kenntnis nach in der Regel relativ egal, ob die jetzt einen Vertrag mit der GmbH haben oder mit einem Einzelunternehmen. Da, ja, weiß ich nicht, außer er will jetzt halt irgendwie das dem Kunden nicht so transparent machen, dass er da auch irgendwelche größeren Sachen vorhat. Also ich sehe jetzt keinen Sinn, warum man da ist ja auch nicht so einfach immer das Geld in die GmbH reinzupumpen. Ich kann es ja nicht immer irgendwie überweisen, muss ich ja irgendwie auch buchhalterisch erfassen und es ist, keine Ahnung, dann Kredit oder kann es ja dann eigentlich auch nicht sein, wenn es so lange stehen bleibt. Letztendlich ist es dann die GmbH plus so ein Fass, wo Geld rein. Weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht beurteilen, würde ich jetzt nicht unbedingt so machen. Ja, ich meine, das kommt mir gleich zum nächsten. Also grundsätzlich mal mit einem, weil es heißt ja auch per Gesetz, ja, 24.000 Euro und dann 25.000 Euro ist Minimum eigentlich und dann machen manche sogar nur 12,5, ja, wo wir das Thema schon vorhin erwähnt haben. Ja, also wo ist das Sinn? Weil du musst dann eventuell doch nachschießen, dann hast du wieder die anderen rechtlichen Geschichten. Also warum nicht gleich? Also eine GmbH ist schon, es gibt Firmen, die machen Milliardenumsätze und sind eine GmbH. Ja, also eine GmbH ist schon nicht einfach mal eben so eine Firma gründen, ja. Und also da einfach mal von vornherein, wenn du sowieso schon, also mal, wir gehen mal stark davon aus, dass du was kannst, ja. Also dann einfach mal ein bisschen was mehr sparen und dann einfach mal von vornherein einfach mal Minimum 50, würde eher tendenziell 80 oder 100.000, also quasi investieren in die GmbH rein und dann lass mal das Geld da drinnen arbeiten. Ja, also letztendlich ist es ja noch eine kleine Sache, die ich da mit einhergehend nochmal mitnehme, weil eine der Hürden, wie wir einmal gesagt haben, die du einfach nehmen musst, ist, dass du letztendlich als Freelancer oder vielleicht super Leumund hast, einen tollen Lebenslauf, was weiß ich, ja, Hayes und Co., die nehmen dich alle mit Handkuss, ja. Jetzt hast du eine GmbH und diese GmbH als solches hat noch keinen Kunden, ja. Folgedessen noch keine Referenzen, folgedessen, ja, gleich kommt die Frage,
ist es viel, viel schwieriger, den ersten Kunden zu gewinnen. Das ist quasi so ein Henne-Ei-Prinzip. Und diese Nuss des Henne-Ei-Prinzips, ja, musst du jetzt erstmal in der GmbH wieder so knacken, wie du es ursprünglich mal am Anfang als Freelancer oder ganz normaler Student oder was auch immer knacken musstest. Und diese Transition, ja, hinzukriegen, ist halt nicht so super, immer so super easy. Weil du manchmal nämlich auch nicht als GmbH die sozusagen die Referenz aus deinem Freelancertum natürlich nicht als Referenz der GmbH verkaufen kannst, ja? Oder doch, oder wie würdest du das sehen? Also nochmal einen Schritt zurück, sag ich mal, dass man sich erst 80.000 sparen muss, um die GmbH zu gründen, würde ich jetzt so auch nicht unterschreiben. Du brauchst es halt dann, wenn du wirklich gleich sofort in die Vollen gehen willst und dann mit Marketing voll durchstarten willst. Also wenn du sagst, ob du jetzt das Geld in der GmbH zusammensparst oder halt als Freelancer dir vorher sparst, das ist fast egal. Also da kannst du auch die GmbH vorher gründen. Das hätte auch noch den Vorteil, oft ist es halt so, dass eine GmbH, die keine 2 Jahre alt ist, auch generell bei Krediten oder Leasing oder sonst irgendwelchen Geschäften halt nur mit persönlicher Haftung dann funktioniert. Von daher kann es auch sinnvoll sein, dass man sich da ein bisschen auf dir 80.000 privat zusammensparst und dann eine GmbH gründest, würde ich fast erst die GmbH gründen, dann dir ordentlich Geld zusammensparen. Was halt wirklich halt wichtig ist, auch zu verstehen, ist, wenn du da nicht das entsprechende Kapitalpolster hast und jetzt, sag ich mal, beim Marketing in die Vollen gehst und das zu knapp kalkuliert hast, dass das Marketingbudget halt irgendwann aufgebraucht ist, so ein paar Meter, bevor du jetzt irgendwie den ersten großen Kunden an Land ziehst und den halt dann eben nicht kriegst, weil halt du es verpasst, dann ist halt das Marketingbudget einfach verbraucht und du stehst wieder bei Null und fängst wieder von vorne an. Also da, das ist auch eine Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe. Man muss wirklich zusehen, dass man erstmal das Volumen, also Kapital halt hat, um es zu investieren und dann das Durchhaltevermögen. Und wenn du da unterwegs dir die Luft ausgeht oder sagen wir, du hast einen Kunden, der würde dich gerne nehmen, aber du hast jetzt irgendwie 1-2 Mitarbeiter zu wenig, und allein das Recruiting von den Mitarbeitern kriegst du einfach dann finanziell nicht mehr hin, weil du sämtliche Reserven aufgebraucht hast und der Kunde springt dir dann ab, weil du keine nicht die Leute dafür hast, den Auftrag durchzuführen, dann hast du halt ein Problem, dann fängst du wieder von vorne an. Von daher, da muss man halt wirklich schauen, dass man mit dem entsprechenden Volumen halt oder Grundkapital startet und dann halt auch wirklich Gas geben und planen, dass man halt wirklich auch noch ein paar Meter extra braucht und nicht, also wie die Piloten halt die halbe Stunde extra einplanen und nicht wirklich bis zur Landung mit das Benzin einkalkulieren. Was war die zweite Frage? Achso, die Referenzen vom Freelancer auf die GmbH sehe ich jetzt eigentlich kein so ein riesiges Problem, weil ich sehe da kein Thema, weil letztendlich, solange du auch noch in der GmbH wirklich auch arbeitest und Leistung bringst und für die Kunden da bist, würde ich die bisherigen Referenzen, die du auch erbracht hast, würde ich die auch mitnehmen. Also außer es gibt halt irgendwelche Klauseln in den Verträgen von den Kunden, ist halt immer grundsätzlich die Frage, wie gehe ich öffentlich mit Referenzen halt auch um, also sprich, was packe ich auf die Webseite. Wir machen es eigentlich nicht so deutlich oder nicht so konkret, die Referenzen. Wenn jemand fragt, dann können wir schon ungefähr erklären und da können wir auch ziemlich relativ genau sagen, was wir gemacht haben, aber meistens ohne jetzt einen konkreten Kunden zu nennen oder so dergleichen. Das hat ein paar Gründe, einfach auch, weil es schaut ja nicht nur, sage ich mal, ein potenzieller Kunde sich deine Referenzen an, sondern auch die Mitbewerber und wenn die halt sehen, okay, du bist mit genau dem Thema schon bei dem und dem Kunden gewesen, dann ruft man halt einfach auch mal an und bezieht sich vielleicht sogar irgendwie auf dich, hey, ich bin ein Bekannter von dem und dann, also das würde ich öffentlich eher nicht machen, wenn man dann mit dem Kunden wirklich im Austausch ist, dann kann man da auch so ein paar Themen ein bisschen mehr im Detail machen. Ich hätte jetzt da kein schlechtes Gewissen, die Arbeit, die ich vorher als Freelancer gemacht habe, auch für die GmbH zu reklamieren, weil schlechter wird es ja dadurch auch nicht. Wenn man über Vermittler als Freelancer gearbeitet hat, bei manchen Kunden, die darf man dann nicht nennen, beziehungsweise als Subunternehmer oder irgendwie sowas, ja, das ist dann, hängt zum meisten drauf. Ja, da auch wieder, also dann sage ich halt den Namen nicht. Also dann, wenn ich dann sage, ich persönlich habe für ein Unternehmen aus dem Bereich Elektronik die und jene Aufgabe erfüllt, das ist jetzt ja inhaltlich nicht falsch. Also wichtig ist ja bei diesen Referenzen, dass ich das rüberbringe, was ich kann und mir nicht klar halt nicht irgendwelche Sachen andichte, die so nicht richtig sind. Wo ich dir recht gebe, wenn ich jetzt als GmbH
irgendwie unten in diesem Logograb, was es da manchmal auch gibt, praktisch als Kunde irgendwelche Kunden aufliste, die eigentlich ein Kunde von meinem Vermittler sind, dann kann es halt problematisch werden, weil natürlich ein Kunde jetzt auch nicht will, dass du mit seinem guten Namen hausieren gehst und ihn da nennst und praktisch davon von seinem Ding abfärbst, obwohl du jetzt gar nie wirklich bei ihm einen direkten Vertrag hattest. Aber dass du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich habe für einen Automobilkonzern das und das und das gemacht, selbst wenn eben dein Vermittler dazwischen war, war es ja trotzdem deine Leistung, für einen Automobilkonzern das und das zu machen. Ich würde jetzt nicht das Logo von dem Automobilkonzern auf die Webseite packen, aber ich glaube, da sind wir inzwischen, also da gibt es auch viele, es hat auch so ein bisschen was Professionelles, dass man nicht eben seine Kunden da hinhängt, so von wegen, die brauchen irgendwie meine Hilfe oder sowas. Das ist durchaus auch bei großen Unternehmen so gang und gäbe. Ja, also eine Sache möchte ich nur ganz kurz, ganz deutlich auch an alle Freelancer, die sich selbstständig machen wollen oder schon sind, beziehungsweise eine GmbH gründen wollen, immer die eine wirklich essentielle Frage sich selber stellen, was will ich eigentlich wirklich? Ja? Denn es ist wie so eine Matrix. Ja? Also möchte ich jetzt eine GmbH gründen, einfach nur aus Haftungsgründen und so weiter und eigentlich so weitermachen erstmal ganz allmählich, so wie auch als Freelancer zum Beispiel, nur im Namen einer GmbH, ist vielleicht eine Variation, ist aber was anderes, als wenn ich sage, ich habe jetzt eine GmbH gegründet, ich war bis jetzt immer Freelancer oder Angestellter oder eine Kombination daraus oder was auch immer, jetzt gründe ich eine GmbH und mein Ziel, also das, was ich jetzt will, ist ein Unternehmen gründen, das heißt, ich will skalieren, ich will es gibt ja diese zwei in unserem Skalierungstraining, also entweder SaaS-Produkt, also ich würde sagen, wahrscheinlich am Anfang ist es eher die Dienstleistung, weil es einfach einfacher ist, in Anführungsstrichen einfacher. Dann geht das letztendlich über Human Resources, also über Commodity oder halt letztendlich andere Entwickler, die du dann einstellen musst. Und wenn das dein Ziel ist, ja, dann ist die GmbH-Gründung, hat ja dann nochmal ein ganz anderes Ziel, nämlich, dass du von Tag 1 versuchst, Aufträge an Land zu ziehen, ja, über Vertrieb und Marketing, ist ganz klar, oder über dein Netzwerk, was auch immer, gibt es ja diese Matrix, die ich immer wieder nenne, also entweder Outbound, Content Marketing, Paid Ads, also bezahlte Werbung und Netzwerk, es gibt nur diese vier Möglichkeiten, ja. Und das dann sozusagen per Arbitrage Geschäftsmodell, ja, das ist am weitesten verbreitet, alles ist mehr oder weniger Arbitrage, ja. Dann an Leute weitergibst, die dann für dich arbeiten. Das können Freelancer sein, das können Angestellte sein, das können Werkstudenten sein. Aber letztendlich, wenn es das ist, was du willst, und häufig kommen eben auch Leute an mich ran, genau das ist, was sie wollen. Sie wollen skalieren, so kommen sie auf mich über meinen YouTube-Kanal oder meine Webseiten und sagen dann, okay, ich zahle maximal 20.000, 30.000 Euro ein, wenn überhaupt. Und da muss man halt einfach auch im Gedächtnis behalten, allein um einen Headhunter zu bezahlen, für einen Softwareentwickler, den du theoretisch einstellen würdest, musst du allein schon für den Headhunter eventuell 20.000 bezahlen. Ja? Also einfach nur mal von den ganzen Summen mal irgendwie das zurechtzurücken im Kopf. Ne? Ja, also oder beziehungsweise wenn ich jetzt mit 20.000 starte und dann ist es in einem Monat aufgebraucht. Und wie gesagt, also da halt auch diese Sache da im Hinterkopf behalten, es ist halt Zahlungsfrist in der Regel 30 Tage. Das heißt, ich habe dann, wenn ich dann nicht gleich das einfach nur durchreiche, habe ich halt mindestens mal 2 Monate Gehälter, die ich durchschleifen muss. Das heißt, ich habe dann unter Umständen gleich mal Ausstände von 40.000 Euro. Die einfach auch die Liquidität blockieren. Also es ist nicht, also nicht so, dass deswegen die Firma dann pleite ist oder sowas. Das Geld ist ja das Vermögen ist ja da, als Lieferung und Leistung steht es halt dann in der Bilanz drin. Ist ja nicht weg, aber ich habe halt keine Liquidität. Ich kann mir nicht jetzt noch irgendwie den Vermittler eben leisten für 20.000 Euro, weil das halt dann das Budget halt irgendwie schon sprengt. Ja. Okay, ich denke, dabei belassen wir es erstmal mit dem Video, also wir haben ja einige Punkte wieder abgearbeitet. Wenn du jetzt noch Fragen dazu hast, wenn ich hier ein paar Impulse, wenn wir dir geben konnten und so weiter, einfach in die Kommentare bei uns hauen. Wenn das Video weiter
wenn dir weiterhelfen konnte, gerne ein Like da lassen. Wir geben uns hier sehr viel Mühe, auch Leuten, also Entwicklern und IT-Experten und Freelancern und meinetwegen, selbst wenn du noch ganz am Anfang stehst, einfach auch weiterzuhelfen. Denn wir denken, wir glauben fest daran, dass der Mittelstand und Unternehmertum generell ja extremst wichtig ist und einfach auch von der Spaß macht und auch von der Politik sehr stark vernachlässigt wird, besonders die Kleinen. Und die ganze Startup-Kultur in Deutschland, die hat wirklich mal einen Kick verdient, ja, und auch ein Lob und auch Unterstützung. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns hier aus diesem Video und sei wieder dabei, wenn es nächstes Mal heißt, abonnier den Kanal bitte und Igniting Innovation bzw. Skalierungstraining, Skalierungskonsulting. Bis dahin, ciao.